Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Reihe Kontaktmission. Ich bin Don Picunio und begrüße dazu alle recht herzlich. Ja, heute gibt es mal eine Mission, eine Lester-Mission, nämlich gleich die erste aus der Liste, ein Job für einen Titan. Dazu werde ich mal gleich die Jobliste aufrufen. Job spielen, wieder von Rockstar erstellt, Mission. Und da oben ist auch schon Job für einen Titan, rechts in der Parameterliste. Ab Level oder Rang 24 offen für 1 bis 6 Spieler geeignet und eben halt findet das ganze Szenario am Flughafen statt. So, dann werde ich mal direkt starten. Natürlich auf schwer. So, erstmal Musik aus, auf schwer, genau. So, und los geht's. Das erledige ich jetzt auf eine andere Weise, als es wahrscheinlich erledigt wird. Man kann ja natürlich mit dem Fahrzeug, die hat man hier schreien hören vom Flughafen bis hierher. Ja, sind sie schon sauer geworden. Ja. Erstmal hinfahren. Und ich werde hier einfach mal von der Ferne ein bisschen mit dem Scharfschützengewehr bearbeiten. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr elegante Lösung, ne? Sicherlich im Kuruma geschützt. Kann man natürlich auch vorrauschen bis in den Hangar rein und kann da dann alle erledigen. Aber ob das nun unbedingt der Weg ist, weiß ich nicht. Aber also ich mache es immer so mit einem Scharfschützengewehr. Aber kann man auch ein bisschen mehr mit der Zeit arbeiten. Das dauert dann natürlich etwas länger als direkt in den Hangar rein rushen und dann da alle umlegen. Sache erledigt, Flugzeug abliefern. Nö, man kann sich da mal ein bisschen Zeit lassen. Hat er mich doch noch am Heck erwischt. Naja, gut. Okay. So. So, na, dann versuche ich diesmal wenigstens darüber zu kommen. Yep. Hat der hervorragend funktioniert. So, diesmal gibt es keinen Hubschrauber. Diesmal wird die Karre ein Stückchen vorm Hangar zwischen ihr parkt. Und zwar genau hier. Und das Schöne ist, man kann die natürlich, wenn man die jetzt so seitlich parkt, kann man die natürlich wunderbar als Deckung nutzen, ne? Dann diese super neue MK2 Scharfschützengewehr. Damit kann man natürlich die Leute gut bearbeiten, weil man jetzt nämlich die Wärmebildkamera so aktiviert hat. Und da kann man dann natürlich schon schön mitarbeiten, ne? So, da kommen sie an die Rand. Der sitzt hier hinten. Mal gucken, ob wir den kriegen. Ja. Boah, da kommt ja schon wieder eine ganze Gruppe Leute an die Rand. So, jetzt erstmal nachladen. So, man kann das natürlich auch wegmachen, dann sieht man sie ganz normal umschalten. Boah, das ist hier ein richtiger Abmetern. Wo war noch jemand? Hier oben links in der Ecke, den sieht man ja sonst nicht. Der ist allerdings ein bisschen schwer zu erwischen. Also hier stehen jetzt noch ein paar Mann. Kann auch sein, dass da noch welche nachgespawnt werden. Aber um das nicht zu weit, normalerweise kann man die jetzt auch mit Scharfschützengewehr alle abnähten. Aber so kann ich einfach mal beide Arten demonstrieren. Hier oben. Kann man natürlich direkt vor rushen und die alle erledigen. So, er steht schon wieder. Ah ja. Okay, so. Nun ist er erledigt. Da wurden ja noch ein paar nachgespawnt. Okay, kommt auch schon wieder einer an. So, das sind natürlich jetzt erstmal so beide Arten,
Beide Arten demonstriert. So in einem Abwasch. So, der bricht zusammen. Hier steht auch noch irgendwo einer, zwei. Hier ist keiner mehr. Aber im Hangar drin. Ah, da steht noch einer. So. Okay. Ja, der nächste Schritt. Diesen Lastenheber hier, den brauchen wir ja nicht. Der nächste Schritt wäre dann diesen LKW, der hier das Flugzeug blockiert. Den könnte man ein Stückchen zur Seite fahren. Bietet sich dann immer an, den hier direkt links abzustellen. So. Okay. Das war doch eigentlich schon. Und jetzt kann man nämlich schon mal auf den Lenkraketenwerfer umschalten. Weil wenn ich jetzt nämlich in dieses Flugzeug einsteige, dann werden nochmal ein paar Gegner gespawnt. Da kann man dann schnell einsteigen, wieder aussteigen und die dann alle wegputzen. So, da steige ich erstmal ein. Okay, und auch sofort wieder aus. Und jetzt kommt gleich von rechts hier schon mal das erste Fahrzeug angefahren. Kann man hier sich ein bisschen Deckung suchen. So, da kommt er auch schon. Die werden natürlich schießen. So, okay. Der ist erledigt. Da hier vorne mein Fahrzeug parkt, muss ich natürlich aufpassen, dass ich den nicht in den Zielsucher reinnehme. So, okay. Ist noch ein Gegner. Und einer kommt noch von hier. Okay. Ich glaube, das waren erstmal nur die drei. Okay, meinen nimmt er jetzt gar nicht in den Zielsucher rum. Ja. Ach nee, der Quatsch. Shit, ich bin ja mit dem hier reingefahren. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Habe ich nicht aufs Radar geguckt. Normalerweise, wenn man das alle zu Fuß erledigt, dann habe ich den ja da geparkt. Vielleicht ist das aber so ja die bessere Methode, den hier für die letzten drei Leute reinzufahren in den Hangar. Dann steht da nämlich sicher. So, jetzt ganz beruhigt in die Titan einsteigen. Die Leute sind weg. Hier steht zwar natürlich eine Karre im Weg. Dann müssen wir mal aufpassen, dass wir da nicht rinfahren. Sonst qualmen gleich die Propeller. So, ich gehe mal hier außen rum. Und dann kann man eigentlich auch schon schräg hier hochziehen. So. Fahrwerk einziehen. Und ja, dann geht's direkt zum Flugplatz Sandy Shores. Kann man dann schon mal so grob den Kurs anfliegen. Und das war's denn eigentlich schon. Dann wird die Kiste nur noch gelandet. Ja. Und dann ist die Mission damit eigentlich auch schon vorbei. Also, so wirklich sechs Leute braucht man dafür nicht. Wie man sieht, kann man das auch alleine ganz gut erledigen. Sicherlich natürlich, wenn man, ich frage mich eigentlich, was sechs Leute da machen sollen. Ne? Vielleicht nur am Anfang die da im Hangar alle umlegen. Aber für sechs ist das eigentlich ein bisschen wenig, ne? Wenn man es auch alleine lösen kann. Aber gut, ich meine, es gibt ja immer viele Wege, die nach Rom führen. Ist auch eine Mission, die kann man auf eine Viertelstunde rauszögern. Muss man aber nicht. Die ist eigentlich nach 10, 12 Minuten maximal vorbei. Selbst wenn man zu Fuß einige Sachen erledigt. Und wenn man gleich mit Kuruma in den Hangar reinfährt und die Sache so blitzschnell klärt, dann ist man eigentlich unter 10 Minuten durch. So. Also, okay. Das ist ja hier der Militärstützpunkt. Ja, dann kann man eigentlich schon mal so sanft in den Anflug rein. Winkel stimmt. So, da vorne ist er irgendwo. Da müssten eigentlich gleich die Positionslichter angezeigt werden. Ja, da sind sie schon. Dann kann man hier jetzt so langsam das Fahrwerk ausfahren mit G natürlich.
immer aufpassen, dass da nicht versehentlich F gedrückt wird. Dann wart das nämlich. So. Kann man jetzt schön Anflug nehmen. Gleich auf die passende Landebahn. Sollte man aufpassen, dass man die nicht unangespitzt in den Boden reinrammt. Deswegen flacher Anflug. Vielleicht nicht verkehrt. Und das war's eigentlich schon. Vielleicht ein bisschen auf der Bremse, obwohl, wenn man in die Säule reinfährt, dann bremst die Maschine automatisch. So. Okay. Und das war's eigentlich schon, ne? Jupp. Jetzt kommt nur noch die Endabrechnung. So kann ich mir noch mal eine Panzerung nachkaufen. Bisschen Munition. Okay. Letztendlich Gewinn macht man immer. Auch wenn er durch das Munitionsverschießen ein bisschen geschmälert wird. Aber solange man immer Plus macht, ist es gut. Es gibt auch Spielarten, wo man drauf zahlt. Zum Beispiel sinnlos Leute jagen und versuchen, deren Fracht zu zerstören, wo man eh nicht viel für kriegt. So verdient man natürlich kein Geld, ne? Und das frustriert. Man zahlt nur drauf, weil man sämtliche Arten an schweren Waffen einsetzt, um zu basten, vielleicht manchmal erfolglos, und dann hat man $5000 verschossen und nicht einen eingenommen, ne? Das ist natürlich dann ein bisschen frustrierend. Und so wird man dann natürlich auch nicht reich, ne? Das geht wirklich nur über vernünftige Aufträge und Coup und ja, über vielleicht ein paar Immobilien. Aber ansonsten hat man da eigentlich wenig Chancen, ne? Weil das einfach alle zu wenig bringt. Ja, gut, okay. Dann war's das für die Mission und für dieses Video. Dann hoffe ich, das hat allen wieder gefallen und verabschiede mich dann. Und das nächste Video werde ich wahrscheinlich gleich im Anschluss hier dran starten, weil da kann man nämlich eine richtig schöne Mission auswählen. Wo das eigentlich sinnvoll ist, hier oben zu starten, damit man die Anfahrtswege und nachher den Ablieferweg ein bisschen begrenzt. Sicherlich, wenn man natürlich über die Distanz gehen will, dann kann man unten in der Stadt anfangen, bis hier oben hin nach Paleto Bay fahren, den Gefängnisbus abfangen und dann wieder alles zurück. Aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie die Anfahrt denn abläuft. Je nachdem, von welchem Punkt man startet. Und zwar handelt sich das denn um die Mission Befreiungsaktion. Ist auch eine Lester-Mission. Und die werde ich wahrscheinlich dann direkt im Anschluss hier dran aufnehmen. Und bis dahin... ja, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschö.